Und jetzt ist der Radical SRX wieder im Einsatz. Könnte so der heimliche Liebling vieler werden, dieses Auto. Auch da hört man, wie brachial da. Also auch, wir haben es vorhin uns genauer angeguckt, das Motorradmotor drin von der Suzuki Hayabusa aufgebohrt auf 250 PS. Und das ist sehr, sehr leichtes Gerät auch. Philpott Bradley, das 24-Stunden-Rennen mitgefahren am Nürburgring. Also wer das kann, der kann auf jeden Fall Rennen fahren. Gegen Mick Duhan. Zweirädler. Und Partykönig der letzten Nacht. Bin mal gespannt, wie der seine Bremspunkte noch trifft heute. Du weißt, was ich nicht weiß? Ja, ich habe vorhin da die Möglichkeit, ein bisschen näher dran zu sein. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Start an. Vorne, aber das ist der Klassiker und dieser Vorsprung bedeutet noch gar nichts. Jetzt kommt so die erste Referenzzeit. Da hat dann noch der Autofahrer, der Profi, die Nase vorne. Ziemlich klare Geschichte, auch wenn jetzt Phil Watt da 2 Zehntel hinter ist, diese zweite Zwischenzeit. Aber wie gesagt, immer die erste, die müssen wir halt eben nicht wirklich als Referenz nehmen. Jetzt sehen wir es hier schon, Phil Watt bereits auf Start und Ziel. Du bist durch, hat seinen ersten rein. Punkt. Phil Watt legt vor. Können wir jetzt über die Partynacht von Mick Duhan sprechen? Ich war nicht dabei, also so der Experte bin ich dann auch nicht, aber ich habe vorhin dann eben mit Mick länger reden können und da kam der ein oder andere vorbei und hat nur gesagt, hey mate, you're here. When I left the bar, you looked pretty. Also er sah wohl ziemlich fertig aus, als die anderen Jungs dann ins Bett gegangen sind und hat den Laden zugeschlossen und das hat man auch in den Augenringen erkannt. Vielleicht wusste er im Vornherein, okay, als Ex-Zweirad-Profi habe ich hier eh nicht viel zu bestellen, dann kann ich auch einfach abends ein bisschen länger machen. Durchs dunkle Visier sieht man auf jeden Fall die Augenränder nicht. Also wenn diese Partie durch ist, Philpott gegen Duhan, dann kommt nochmal der Entscheidungslauf zwischen Prio und Pascal Wehrlein. Wir haben uns gerade von der Regie sagen lassen, die den engen Draht haben zum Veranstalter. Danke für die Info. So, in diesem Fall ist die erste Zwischenzeit doch tatsächlich auch mal eine, die man nutzen kann. Bei 2,4 Sekunden kann man schon davon ausgehen, dass er Mick Duhan weiterhin jetzt den Kürzeren ziehen wird. Ist zwar näher dran als vorher. Vorne liegt 6 Zehntel trotzdem der Abstand und das auf 565 Meter mal eben wieder reinzufahren. Ohne Fehler vom Engländer, keine Chance für den Aussie, da jetzt vielleicht noch weiterzukommen. Ja, jetzt sind es dann 2,5 Sekunden. Also, das wird eine klare Sache für den Langstreckenpiloten Philpott, der sich den zweiten Punkt holt und damit eine Runde weiter ist. Ja, und Mick Duhan, der kann jetzt dann bereit wieder weitermachen, weil gestern Abend mal aufgehört hat. Ja, kann wieder aufschließen. Ab in die Drivers Lounge. Konterbierchen. Was war das, Konterbierchen? Ja, nennt man so, hat man mir gesagt. Startphase. So, und dann das Kurvengeschlängel. Müssen wir
auch für McDuren sagen, der Einzige, der wirklich hier nicht mehr aktiv irgendwo im Rennsport dabei ist, sondern das wirklich als absoluten Spaß-Event sieht. Seine WM-Titel alle 94, 95, 96 und 97 auf einer 500er Honda, Zweitakter. Das waren echte Biester. Ich hatte die Ehre, das noch zu fahren. Einmal so ein Motorrad zwei Rennen lang, wenn man hier sehen, Teamkollege gestern noch von McDuren. Und Duren sieht einfach schon ein bisschen älter aus, weil das damals so schwierig zu fahren war.